wer morgens gerne Cornflakes zum Frühstück isst, sollte vorsichtig sein. Die Experten von Ökotest haben nun gefährlich ein Halsstoff an mehreren Sorten Ökotest Cornflakes getestet und kommt zu einem alarmierenden Ergebnis. 14 Produkte sind IMTS durchgefallen, unter anderem wurden krebserregende Stoffe gefunden. Bio-Cornflakes schnitten im Test jedoch nicht automatisch besser ab. Kassel, für viele gehört sie genauso zum Start in den Tag wie ein heißer Kaffee, eine Schale Müsli. Besonders beliebt sind neben Haferflocken vor allem Cornflakes. Die knusprigen Frühstückflocken besten hinaus Getreide und sind oft Teil von Müsli-Mischungen. Das Verbraucherportal Ökotest hat jetzt 50 verschiedene Cornflakes-Sorten genauer untersucht und kommt zu einem alarmierenden: ganze 14 der Cornflakes-Sorten fallen IMTS durch. Viele enthalten unter anderem krebserregende Inhaltsstoffe. Ökotest: 18 Cornflakes-Sorten enthalten krebserregendes Acrylamid. Traditionell bestehen Cornflakes aus Mais. Ökotest hat jedoch auch Frühstücksflocken aus anderen Getreidesorten untersucht, darunter Dinkel, Buchweizen und mehr. Cornflakes: für die Herstellung von Mais-Cornflakes wird der Mais traditionell gekocht und anschließend breit gewalzt und getrocknet. Oft werden die Cornflakes dann noch mit einer Zuckerschicht überzogen. Beiden von Ökotest getesteten Produkte handelt es sich jedoch um Cornflakes ohne Frost, also ohne die oberflächlich aufgebrachte Zuckerschicht. Bei der Herstellung werden die Cornflakes meist unter hohen Temperaturen getrocknet. Dabei kann sich aus Zucker und darin Getreide enthaltenen Aminosäure Asparaginacryl, dieses erhöht laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA bei allen Altersgruppen potenziell das Krebsrisiko. In 18 Produkten kritisiert Ökotest den Acrylamidgehalt, in vier Produkten davon ist er gemessener Mürichtwert stark. Cornflakes im Test: Experten von Ökotest finden Schimmelpilzgifte. Ökotest warnt jedoch, dass auch geringe Mengen Acrylamid schädlich sein könnten. Ein Grenzwert, ab dem Acrylamid gar kein Risiko birgt, lässt sich nach heutigem Wissensstand nicht festlegen, so die Experten. Untersucht wurden die Cornflakes auch auf eine mögliche Belastung mit Pestiziden, Schimmelpilzgiften und Mineralöl. In wir Cornflakes Produkten fanden die Experten von Ökotest Schimmelpilzgifte. Diese können das Immunsystem schwächen. Gefunden wurden die Giftstoffe Dioxine, Valenoldon und T2HD2-Toxine. Sie entstehen schon vor der Ernte. Auch ein stark erhöhter Gehalt an gesättigten Mineralöl, Kohlenwasserstoffen, Morsch wurde an zwei Cornflakes festgestellt. Außerdem waren die problematischeren aromatischen Mineralöl, Kohlenwasserstoffe, Moa in den Cornflakes. Zu dieser Stoffgruppe können auch krebserregende Verbindungen gehören, so Ökotest. Ökotest: Cornflakes von einigen Disco-Untern schneiden gut ab. In vier Cornflakes-Sorten wurden Spuren von bedenklichen Pestiziden gefunden. Die IMT ist festgestellt, jenen Geist für Verbraucher nicht akut gefährlich, erklärt Ökotest. Die Verwendung gefährde jedoch die Artenvielfalt. Bei 28 getesteten Produkten handelt es sich um Bioprodukte. Die Bio-Cornflakes schnitten im Test jedoch nicht automatisch besser ab. Vier Cornflakes-Sorten bekamen die Note mangelhaft. Drei fielen sogar mit ungenügend durch. Einige günstige Produkte vom Discounter erhielten hingegen die Ökotest: 14 Produkte fallen IMTS durch. Finger weg von diesen Cornflakes. Im Test wurden zudem zugesetzte Vitamine und Mineralstoffe sowie der Salz- und Zuckergehalt. Zugesetzte Vitamine und Mineralstoffe werden von Ökotest kritisch bewertet. Vor allem Eisen sollte laut dem Verbrauchermagazin nicht zugesetzt werden, denn eine dauerhaft zu hohe Aufnahme erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung rät davon ab, Lebensmittel mit Eisen anzureichern. Mit ungenügend wurden IMTS 9 Produkte bewertet, darunter auch beliebte Markenprodukte von Nestlé und Kellogg sowie einige Bio-Cornflakes. 5 weitere Produkte fallen mit der Note mangelhaft ebenfalls durch den Testpunkt. Die folgenden Produkte wurden von Ökotest mit ungenügend bewertet: Cornflakes-Sorte Anbieter Kellogg Apostrophs Spezial Classical Lock Nestlé Fitness 58% Vollkorn Nestlé Nestlé Go Free Cornflakes Gluten Free Nestlé Share Gluten Free Corn Share Share Gluten Free Cereal Flakes DR. Share Wurzener Crisp und Cross Cornflakes ohne Zuckerzusatz Wurzener Nahrungsmittel Davat Vollkorn Cornflakes glutenfrei ohne Zucker und Salzzusatz Davat Bio Spielberger Mühe Dinkel Flakes angesüßt Spielberger Naturwarenladen Bio Vita Bella Mehr Cornflakes glutenfrei Molino Nicoli Bio. Zu den am besten bewerteten Produkten IMTS gehören Produkte von Aldi, Lidl, Net. Die Eigenmarken der genannten Supermärkte schnitten jeweils mit der Note sehr gut ab. Bei Edeka wurden zwei Cornflakes-Produkte der Eigenmarke getestet,
Die gut und günstig Cornflakes wurden von Ocotist mit sehr gut bewertet. Die gut und günstig Best Flakes Classic von Ödecker mit vor kurzem hat Ocotist Spaghetti getestet. Mehr als die Hälfte der untersuchten Produkte fiel IMTS durch Sarah Neumeier. Na.de ist Teil des bundesweiten Nippen Digital Redaktionsnetzes.